2012 haben wir das erste von jetzt 5 Systemen erworben. Und das Ziel war damals ganz klar, wir wollten die Produktivität unserer Anlagen deutlich erhöhen und wissen, was tatsächlich in unserer Druckmaschine los ist. Ja, wir waren sehr erstaunt, als wir die ersten Bilder hatten und sind dann eigentlich sprachlos vor dem System gestanden und haben geschaut, was da in unserer Maschine passiert. Klar, wir haben die Papierfehler gesehen, aber viel spannender war es für uns doch zu wissen, was das System macht, ob da was tropft, ob ein Prozessfehler drin ist. Und wir sind auch ganz schnell dazu übergegangen, alles rundherum beobachten zu wollen. Die Mitarbeiter waren eigentlich von Anfang an sehr, sehr interessiert, haben sich mit dem System auseinandergesetzt und haben es dann auch sehr schnell angenommen. Es gab eine Situation, wo ein Maschinenführer nach der Nachtschicht freudestrahlend zu mir kam, weil er hatte die ganze Nacht Papierfehler, hatte sie nicht gefunden und hat dann gesagt, na gut, jetzt habe ich sie ja alle gesehen, ich muss jetzt meine Bahnspannungen nicht verändern und habe mich nicht in irgendwas verrannt und er machte einen sehr entspannten Eindruck. Ja, es war tatsächlich so, dass wir auf der einen Seite natürlich Papierfehler gefunden haben und auch ein ganz tolles Feedback an die Papierfabriken geben konnten, wo unter Umständen da Prozessfehler sein könnten. Aber noch viel spannender waren eigentlich unsere Prozessfehler, die wir so sehr schnell ausschalten konnten. Ja, wir hatten eigentlich nach einem halben Jahr gerechnet, dass es spannend würde, aber jetzt beim Anfahren des letzten Systems wurde sehr schnell klar, dass es schon innerhalb eines Monats tatsächlich bezahlt war, weil wir die Maschine so schnell gut in Betrieb nehmen konnten und Dinge, die nicht funktionierten, schnell abstellten.